Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, möchte ich fast sagen, von Late Night Tarot. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gemacht, abends, spät abends, als ich nicht schlafen konnte. Und das kam tatsächlich relativ gut bei euch an. Und heute ist wieder so ein Tag, an dem ich irgendwie schlaflos bin. Und ja, ich habe heute ein neues Kartendeck bekommen, ein Mondorakel-Kartendeck. Und hatte richtig Lust, ja, so wie beim letzten Mal auch, einfach irgendeine Botschaft rauszuhauen. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht, was ich hier zeigen möchte. Ganz intuitiv einfach irgendeine Energie aufgreifen. Deswegen spüre in dich hinein, ob das deine Botschaft ist. Wie gesagt, ich setze mich hier gerade an meinen Tisch und greife irgendeine Energie auf und ja, jedem, dem sie hilfreich ist, ist schön für alle anderen beim nächsten Mal vielleicht wieder, ja? Was ich wirklich total krass fand, ist, dass die erste Karte, die hier aus dem Deck sprang, die Vollmondkarte im Krebs ist. Und wir haben ja jetzt am 10.01. den Vollmond im Krebs. Und auf dieser Karte steht, a personal issue reaches solution. Das heißt, irgendeine persönliche Angelegenheit ruft nach Befreiung, ruft nach, ja, hörst dir an, ja, etwas, was dir wichtig ist, irgendein persönliches Ziel, eine Begierde, irgendetwas, was dich beschäftigt, sucht nach Befreiung. Meine Lieben, und das fand ich total krass, denn ich habe mich auf diese Vollmond-Readings jetzt noch gar nicht vorbereitet. Ich habe mich selbst noch überhaupt nicht eingefühlt, eingelesen, aufgrund der Tatsache, dass ich auch krank war die ganze Zeit und so. Und dann sind hier weiter drei Orakelkarten gefallen. Und also, meine Lieben, ich glaube, das könnte wieder ein ziemlich krasses Reading werden, ehrlich gesagt. Die erste Karte, die fiel, ist der Vollmond im Skorpion. It's time to release negativity. Also es ist an der Zeit, die Negativität, deine negativen Gedanken, alles, was in irgendeiner Art und Weise dir nicht dienlich ist, loszulassen. Vielleicht auch deine Ängste loszulassen. Denn die nächste Karte, die fiel, ist der Vollmond im Schütze. Look at the bigger picture. Also lass die ganze Negativität gehen und schau dir das große Ganze an. Schau dir an, was, ja, der Schütze, das ist ja ein sehr optimistisches Zeichen. Und es geht hier, glaube ich, darum, wieder ins Positive zu kommen, wieder in den Optimismus zu kommen und ja, und zu verstehen, was das große Ganze aus dem ist, was dir vielleicht jetzt wieder passiert, vielleicht aus dem, was auch in dir hochkommt. Denn der Krebs ist ja ein Wasserzeichen. Also es geht in irgendeiner Art und Weise darum, vielleicht sich seiner eigenen Gefühle klarer zu werden. Und dann die vierte Karte, die hier fiel, meine Lieben. Das ist der Neumond im Widder. Und hier steht jetzt, time to take action. Also nimm es in die Hand. Nimm dein Leben in die Hand. Tu etwas. Und meine Lieben, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, das könnte wieder ein ziemlich intensives Reading werden. Denn ich habe das Gefühl, irgendwas, was in euch schlummert, möchte an die Oberfläche. Was ihr aber vielleicht nicht sehen könnt, weil es irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch hinter negativen Gedanken oder weil da irgendwie noch negative Gedanken im Weg stehen, dass ihr das wirklich klar, dass ihr dieses the bigger picture, dass ihr das große Ganze wirklich klar sehen könnt. Und ich bin wirklich, also meine Lieben, ich bin sowas von gespannt, was jetzt hier für eine Story rauskommt. Der König der Schwerter. Vielleicht hast du es mit dem Luftzeichen zu tun, vielleicht bist du Luftzeichen. Es geht in irgendeiner Art und Weise darum, dass du klar. Okay. Klar kommunizierst, nehme ich mit den acht Stäben so wahr. Die fünf Münzen und der Herrscher. Klar kommunizierst. Über die Gründe. Über die
Beweggründe, warum du dich vielleicht nach außen so hart zeigst, so kontrolliert zeigst. Denn die 5 Münzen, die stehen ja für das Gefühl des Mangels. Und es geht ja hier um irgendeine Gefühlstiefe. Und beim Herrscher ist das erste Schlagwort, das mir immer so einfällt, ist Kontrolle. Ich habe das Gefühl, es geht hier wirklich um die Kommunikation, warum man sich in irgendeiner Art und Weise anders zeigt, als man vielleicht fühlt. Hier geht es ja darum, diese Negativität ja, loszulassen, freizulassen. Und ich weiß, ich tue dem Herrscher und dem König der Schwerter, den tue ich so oft unrecht, aber wenn dann sowas daneben liegt, wie die 5 Münzen, dann habe ich das Gefühl, es geht hier tatsächlich in irgendeiner Art und Weise um verschlossene Herzen, um irgendwie so eine raue Schale tragen, den Zugang zur weichen Seite von jemandem. Also auch wenn du eine Frau bist, das kann trotzdem deine Energie sein. Du bist einfach nur in dieser männlichen Energie, in dieser Abwehrhaltung. Hierophant. Also was heißt Abwehrhaltung? Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie nicht möglich. Oder es war dir bisher irgendwie nicht möglich, den Zugang zu einer tieferen Ebene zu bekommen. Die Liebenden, okay. Ich habe doch gesagt, das könnte ein sehr intensives Reading werden. Und so fühlt es sich auch an. Ich würde gerne eine Klärungskarte zum König der Schwerter mit den 8 Stäben haben. Liebes Mädchen. Mein Hauptimpuls zu den 5 Kelchen ist ja immer, jemand hat den Fokus auf die falschen Dinge. Jemand sieht diese 2 Kelche in seinem Rücken nicht. Jemand ist in irgendeiner Art und Weise traurig. Vielleicht ist es dieser Schwertkönig. Aber es geht in irgendeiner Art und Weise auch um eine Entscheidung. Denn dieser Mann hier auf den 5 Kelchen, der müsste sich nur umdrehen. Der müsste sich nur umdrehen und würde erkennen, dass er 2 Kelche in seinem Rücken stehen hat. Dieser Krebsvollmond. Ich verstehe noch nicht ganz genau, was er mir sagen will, ehrlich gesagt. Ich glaube, es geht in irgendeiner Art und Weise ums Maskenverhalten. Ja, okay, danke, liebes Universum. Ich liebe es, wenn das Universum das tut, meine Lieben. Es geht in irgendeiner Art und Weise ums Masken fallen lassen. Dass hier, ich nehme überall diese klare Front wahr. Der König der Schwerter, der Herrscher, alles ist so klar. Na, es hat Hand und Fuß. Es ist so in irgendeiner Art und Weise so pragmatisch. Ja, alles passt. Aber die Tiefe fehlt, meine Lieben. Hier hat jemand sein Herz verschlossen. Hier schaut jemand nicht genau hin. Hier trägt jemand eine Maske. Hier will sich jemand irgendetwas nicht anschauen. Die Königin der Münzen. Das erste Mal, dass ich hier eine andere Person sehe. Der Page der Kelche. Und die Kraft, okay. Also ich habe das Gefühl, diese Königin der Münzen, das ist jemand, der dir zugewandt ist, jemand, der sich gut um dich kümmert, jemand, der selbstbewusst ist, jemand, der stark ist, jemand, der... Ja, das ist so eine, die Königin der Münzen, das ist so eine mütterliche Energie. Jemand, der gut für dich sorgt, aber auch sehr gut für sich selbst sorgt. Aber dann verstehe ich nicht,
Ich verstehe nicht, was dich hier so traurig macht. Ich verstehe nicht, was der hier... Oh, okay. Meine Lieben. Ich sprach hier bei den 5 Kelchen, dass man nicht erkennt, dass 2 Kelche im Rücken stehen. Jetzt fallen hier auf diese Position, denn ich wollte hier wissen, und an der Unterseite des Decks liegt das Ass der Kelche, meine Lieben. Ich wollte hier wissen, wo zwischen welchen Stühlen stehst du? Und dann fällt hier... Diese Entscheidung, dich hier umzudrehen. Ich habe das Gefühl, du stehst in irgendeiner Art und Weise... Ups, das heißt... Das, nein, ich nehme es hier mit dran. Zwischen 2 Personen. Meine Liebenden, okay. Ich wollte gerade wissen, wer sind diese 2 Kelche, meine Lieben. Und es fällt der Super-Duper-Kelch. Das war eine Karte, die war hier in diesem Deck enthalten. Und ja, ich habe beschlossen, ich werde sie verwenden. Und je nachdem, wann sie fällt, ist sie ein Geschenk des Universums. Also, es gibt hier irgendjemanden, vor dem du dein Herz verschlossen hast, aber tief in dir drin spürst du diese Liebe. Und vielleicht ist es auch die gleiche Person. Vielleicht ist es die gleiche Person, die sich hier wirklich, ja, die dir zugewandt ist. Die dir irgendwie, ja, die irgendwie für dich da ist. Das nehme ich auf jeden Fall so wahr. Und trotzdem bist du irgendwie noch, oder ist dieser König der Schwerter, bitte, ne? Das kann auch sein, dass du hier für dein Gegenüber guckst und hier den König der Schwerter als dein Gegenüber empfindest. Aber dieserjenige hier, dieser König der Schwerter, der hat ein Problem, sich zu öffnen, sich dieser Liebe zu öffnen. It's time to take action. Look at the bigger picture. Was ist hier das größere Bild, meine Lieben? Der Turm. Okay. Ich habe gerade noch gedacht, meine Lieben, dieses Reading erinnert mich so sehr an das letzte Waage-Reading. Und jetzt fällt hier die sechs Münzen, wo ja hier diese, ja, diese Waagschale ist. Also für mich ist das auch immer eine Waagekarte. Da ging es darum, meine Lieben, dass sie auch jemand sein Herz nicht öffnet. Und in irgendeiner Art und Weise zwischen den Stühlen steht, vielleicht auch zwischen 2 Personen steht. Und dass dass hier eine Entscheidung getroffen wird, die hier Ausgleich reinbringt. Ich habe das Gefühl, hier gibt es eine Person zu viel oder einen Einfluss, der dir nicht bewusst ist. Look at the bigger picture, meine Lieben. It's time to take action. Ja, also mehr Action als im Turm könnte man fast gar nicht haben. Was ist hier zum Turm zu sagen? Die hohe Priesterin. Schon wieder so eine schweigende Energie, meine Lieben. Ich sagte ja hier bei den 2 Königen, da ist so eine Mauer runter, wie so ein Vorhang runter. Und es geht jetzt hier wirklich, genau, ich meine hier, das ist die Fische-Karte. Fische haben so eine unfassbare emotionale Tiefe. Und hier geht es ja genau davon, beim Vollmond im Krebs. Um diese emotionale Tiefe. Z-
zu erreichen, zuzulassen, zuzulassen, meine Lieben. Dieser verhärtete Mensch hier, dieser ja, Mensch, der sich anders zeigt, als er, glaube ich, wirklich ist, muss hier mal tief eintauchen. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier gleich nochmal der Eremit fällt. Ja, tief eintauchen in die Gefühle, tief in die weibliche Seite kommen. Wie gesagt, es ist Geschlechterkarten, bitte immer neutral deuten, aber hier, das ist die männliche Energie. Hier muss jemand die innere Balance, Yin-Yang, die Balance zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip in sich finden, in die Weichheit kommen, den Zugang zu seinen Gefühlen finden. Und sie zeigen. Zugang zu seinen Gefühlen finden und zeigen. Time to take action, meine Lieben. Krass. Ich habe gewusst, dass es so krass wird. Ich weiß es auch nicht, meine Lieben. Ich glaube wirklich, das soll, also dieses Late-Night-Reading soll sowas werden wie ein, ja, vielleicht auch so eine Art Vorwarnung für mich, was mich vielleicht in diesen Krebs-Vollmond-Readings erwarten könnte. Den Turm habe ich jetzt in den letzten Tagen auch so oft gesehen, meine Lieben. Also, ich habe ja eh vor, im Januar wirklich ganz, ganz viele Readings hochzuladen. Die Pläne sind groß, meine Lieben. Wie gesagt, ich bin voll berufstätig, deswegen habt ihr mal ein bisschen Geduld mit mir. Aber auch zu dieser Saturn-Pluto-Konjunktion werde ich auf jeden Fall Readings machen. Ich habe das Gefühl, es wird tatsächlich für einige nochmal richtig, richtig ungemütlich, aber es hat definitiv einen höheren Sinn. Look at the bigger picture. Es hat definitiv, also es fühlt sich an wie ein Turm, aber das Universum hat sich dabei was gedacht und es bringt euch am Ende des Tages näher zu euch selbst, meine Lieben. Ich hätte gerne noch eine Karte zum Ritter der Kelche. Die drei Schwerter. Noch eine Karte zu den drei Schwertern. Und das Rad des Schicksals. Das, was ich gerade gesagt habe, meine Lieben. Das kann nochmal richtig ungemütlich werden. Das kann nochmal zwicken in irgendeiner Art und Weise. In sich einzutauchen, sich seiner eigenen Gefühle klar zu werden. Sich seiner anderen Seite zu öffnen, sich hier umzudrehen. Es ist viel Kelchenergie, also viel, wirklich, auch diese, wie gesagt, hier liegt der Krebs, hier liegt der Skorpion, hier ist viel Wasser, es geht wirklich darum, den Zugang zu seinen Gefühlen zu bekommen und vielleicht hier auch nochmal über irgendeine Wunde stolpern, über irgendwas, was wehtut, stolpern, aber es hat einen Sinn. Das Rad des Schicksals dreht sich immer nur in eine Richtung in Bewegung und das ist nach vorne. Es ist immer zu unserem Besten. Auch wenn es wehtut, es ist immer zu unserem Besten. Meine Lieben, krasses Reading, mal wieder. Gut, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt euch hier in diesen Botschaften wiedergefunden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei Vimeo ein Zusatzreading anbiete. Ich werde hier einfach noch ein paar Fragen stellen, ich werde hier noch ein paar Fragen stellen, auch zu dir, deinem Gegenüber oder zu diesem Gegenüber. Deswegen, jeder, der sich hier in dieser Legung wiedergefunden hat, meine Lieben, findet unten in der Infobox den Link zu Vimeo. Alle anderen, die werden auch wahrscheinlich in dem Zusatzreading bei Vimeo keine weiteren Impulse erhalten. Also, es ist auch egal, mit wem du es zu tun hast, welche Zeichen sich hier zeigen. Manchmal erwähne ich ein Zeichen, manchmal tue ich es nicht. Jeder Mensch ist in der Lage, sich in alle vier Elemente reinzuversetzen. Jeder Mensch ist in der Lage, sich ins männliche oder ins weibliche Prinzip reinzuversetzen. Das heißt, wenn du dich hier wiedergefunden hast, wenn das deine Geschichte war, meine Liebe oder mein Lieber, dann erzähle ich deine Geschichte jetzt einfach weiter. So, für alle anderen, für die an dieser Stelle Schluss ist, vielen lieben Dank fürs Einschalten und vielleicht bis bald. Tschüss.